Und man spürt die Kraft. Es war jetzt eine ganz lange, schwierige Zeit, was die ÖVP und generell das ganze Land mitmachen hat müssen. Und es ist schön, dass wieder eine Aufbruchstimmung da ist. Ich wünsche mir, dass es möglich ist, ohne große Anpatzungen die Arbeit endlich einmal fortführen zu können, dass die Opposition sich auch darauf besinnt, mitzuarbeiten und nicht dagegen zu arbeiten und dass diese grundlose Anpatzpolitik endlich einmal aufhört. Wir wollen und wir werden unseren erfolgreichen Weg auch fortsetzen. Wir werden uns durch die Angriffe nicht unterkriegen lassen. Wir werden sie aushalten und wir werden weiter unserer Arbeit nachgehen. Für Sebastian Kurz entfallen 533 von 536 abgegebenen Stimmen. Das sind 99. Ich würde mir wünschen, dass das Ergebnis das so wahnsinnig eindeutig ist und das so wunderschön ist, dass das auch den anderen, also der vereinigten Opposition, zeigt, dass wir zueinander stehen, dass wir miteinander einen Weg gewählt haben, den wir gehen wollen und dass wir uns auch nicht auseinanderbringen lassen.